KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast, Folge Nummer 700. Ja, ein kleines Jubiläum hier. Ich hoffe, die Nominierung stimmt. Ja. Hype Train. Hallo Kate. Hallo Chris. Hallo. Hallo Kate. Schön, hallo dass ihr da Erik. Seid zu so früher Stunde. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur 700. Folge von, wie heißt unser Podcast? KinoCast. Ich musste kurz nachlesen. Pausen-Eis, okay. Seriencast. Fortsetzung Kino. Ja, wir haben Filme mitgebracht, verschiedenster Couleur, von Richtung arthausig über sehr bunt und knallig, ist nämlich Space Jam, der zweite Teil, und das arthausige wäre Scharlatan, der in der Sneak Preview lief in Stuttgart, und ich habe mir noch den Film gegeben, The Power of the Dog. Das ist der den Golden Globe gewonnen hat, jetzt vor ein paar Tagen, für den besten Film. Ne? Mal gucken, ob das so gerechtfertigt war. Den anderen will ich auf jeden Fall auch noch gucken, der da viel abgeräumt hat. Aber da muss ich mir noch ein bisschen Zeit dazu nehmen. Es gibt auch ein bisschen was über Serien. Ich glaube, wir reden über die neue Folge The Book of Boba Fett. Ja. Das kann passieren, ja. Oder wie man es nennen könnte, Spy Kids Star Wars. Ich werde mal ganz kurz was erzählen über die neue Serie Legal Affairs, die eine Hausaufgabe war bei Fortsetzung Folgt. Da werdet ihr in der nächsten Fortsetzung Folgt-Folge, die wir erst noch aufnehmen, was drüber hören, aber ich muss schon mal drüber reden, das ist so gut. Und ein Game habe ich richtig mitgebracht. Richtig, Werbung hier, hey. Ja, ein Game habe ich noch mitgebracht, ja. Und Rätsel gibt's auch. Ach, volles Programm heute. Lass uns mal anfangen. Scharlatan, der Film, den keiner von uns direkt in der Sneak Preview gesehen hat, aber die Filmfirma war so freundlich, mir einen Screener zur Verfügung zu stellen, der diesmal in der tschechischen Originalfassung war, mit englischen Untertiteln. Okay. Also tschechisch ist schon mal so, ich weiß nicht, da kann man sich schlecht irgendwie reinhören. Also sind manche Sachen sind so ähnlich wie im Russischen, was ich ja in der Schule gelernt hatte. Aber also so irgendwas mit Dobre den und sowas, also guten Tag oder solche, aber solche, die restlichen Sachen vom Gespräch, wirklich absolut null, ja, also nichts verstanden. Also ich musste wirklich fast die ganze Zeit mitlesen und dann war das auch noch eine kognitive Herausforderung, die englischen Untertitel ja auch noch zu übersetzen. Und dadurch, dass es hier um einen Arzt geht, sind natürlich auch sehr viele medizinische Begriffe drin und die ich noch nicht mal im Englischen kenne oder irgendwelche Kräuter oder Medikamente oder sowas. Da muss ich mal kurz Pause drücken und hier Translator und so, damit ich erstmal wusste, um was geht's da jetzt eigentlich gerade. Wie zum Beispiel, was war es? Cold Feet, ein Medikament namens Cold Feet, ein Kräuter, eine Pflanze. Habe ich dann rausgefunden, das ist Huflattich zum Beispiel. Also das erschließt sich noch nicht mal vom Namen her oder so. Ja, und lauter solche Sachen. Oh. Also, worum ging es in diesem Film? Der Film ist erstmal von der Regisseurin Agnieszka Holland. Die hat zum Beispiel so Filme gedreht wie Hitlerjunge Salomon, Bittere Ernte und solche Sachen, die schon weltweit sehr gut aufgenommen wurden. Glaube ich, Hitlerjunge Salomon hat ja nicht sogar Oscars bekommen gehabt damals, ist eine Weile her, ich weiß nicht genau. Und hier nimmt sie sich einer realen Figur an, nämlich in den 50er Jahren gab es in der Tschechischen Republik, nee, Tschechoslowakei war das damals noch, ja, den Arzt dann Jan Mikulášek, der hat quasi vor dem Krieg, als er noch jung war, ich muss anders anfangen. Nee, also, weil das sind mehrere Geschichten, die parallel erzählt werden und die vor dem Krieg, die will ich später erzählen. Also, wir befinden uns quasi in der Zeit 50er Jahre, so direkt so kurz nach dem Krieg, wo quasi noch die Sowjetmacht sehr stark vertreten war in der Tschechei, die sehr stark geschaut hat, dass da alles so richtig läuft, dass alle so linientreu sind, dass da kein Abweichler ist, dass da nicht eventuell
Personen sind, die vielleicht mit den Nazis kollaboriert haben, die werden dann mal ganz schnell, wird da kurzer Prozess gemacht und so, also das, da kennen die nichts. Und in diesem ganzen Trubel bewegen sich nun alle Personen und speziell die, die so ein bisschen exponierter sind, also so, ja, weiß nicht, alle, die Regierung sind oder Ärzte, die so ein bisschen in der Gesellschaft ein bisschen eine herausgehobene Position haben, die stehen natürlich unter besonderen Fokus gerade. Und er ist so eine Art, ja, Scharlatan nicht, also er ist ein Wunderheiler, würde ich es auch nicht nennen, sondern er hat, als er klein war, bei einer, ja, wir würden wahrscheinlich sagen Kräuterhexe, so ungefähr war die von der Art her, also das war wirklich eine zerlumpte Frau, die hat immer im Wald Kräuter gesammelt und hatte aber ein sehr großes Wissen über diese Kräuter und über die Heilwirkung von diesen Kräutern. Und hat damit unentgeltlich viele Menschen geheilt. Also das war jetzt gar keine Scharlatanin oder sowas, sondern die kannte sich halt wirklich gut aus damit. Und bei ihr hat er halt gelernt, weil er auch festgestellt hat, dass er relativ schnell, er ist sehr empathisch, er konnte sehr schnell erkennen, was jemandem fehlt und hatte dann auch wirklich den Drang, diesen Menschen zu helfen. Das zeigt sich am Anfang, als seine Schwester, die hat eine Infektion im Fuß und das soll quasi ab dem Knie soll das amputiert werden. Und da kommt er auf die Idee, weil er was gelesen hat, so einen Kräuterumschlag zu machen. Und das zieht dann wirklich diese Infektion da raus und müssen nur ein paar Zehen amputiert werden. Und da erkennt er halt seine Leidenschaft dafür. Ja, aber trotzdem besser als das halbe Bein, ne? Ja, und, klar. Also die waren schon relativ schnell an der Säge damals in 50er Jahren. Und gerade nach dem Krieg, weißt du, so, da war das eh so. Und er hat nun seine Praxis und er macht das auch mit Gewinnerzielungsabsicht. Also zu ihm kommen Leute, die bezahlen Geld dafür. Und er hat eine besondere Gabe, dass er wirklich an dem Urin, den die Leute in Flaschen mitbringen, erkennen kann, was den Leuten fehlt. Und da wird auch damals diverse Male geprüft, auch von der Obrigkeit, ob das so stimmt. Die stellen fest, ja, nee, der kann es wirklich. Also der kann das wirklich. Er hat da so eine Gabe, dass er das erkennt. Das hat er auch bei dieser Frau damals gelernt in seiner Kindheit. Und dann kommen halt noch ein paar zusätzliche Geschichten dazu, weil er ist sehr, wie soll man sagen, er ist sehr, sehr schroff zu allen. Er, also außer jetzt zu seinen Patienten, obwohl er da auch sehr zielstrebig ist mit der Heilung und wenn die nicht mitmachen, dann ist er gnadenlos, will das halt durchziehen, er will die Menschen heilen, was natürlich was Gutes ist, dass er dahingehend so zielstrebig ist, aber viele verstehen das halt nicht und auch wenn er erkennt, die Person ist nicht mehr zu retten, dann ist er da auch sehr, sehr pragmatisch und stößt da Leute vor den Kopf und so und ist dadurch ein bisschen unbeliebt bei diversen Leuten. Außerdem ist es ja damals in dieser gerade sich im Aufbau befindenden sozialistischen Gesellschaft so, dass jemand, der so in Anführungszeichen so ein Wunderheiler ist, irgendwie nicht so in das System passt, denn man vertraut weniger auf so Sachen, die sich nicht so recht beweisen lassen, sondern man will das eher so mit der Wissenschaft verbinden und da ist er der Obrigkeit so ein bisschen Dorn im Auge, die versuchen die ganze Zeit irgendwas zu finden, womit sie ihm da irgendwie ein Bein stellen können. Zumal er das ja auch, was ja in der sozialistischen Gesellschaft auch nicht so gern gesehen ist, das mit Gewinnerzielungsabsicht betreibt. Normalerweise ist es ja so, im Sozialismus soll es ja solche Privatwirtschaft ja nicht geben und das soll halt einfach nicht stattfinden. Ja, da sind die Geschichten, die erzählt werden. Es wird auch noch erzählt, warum er eben so ein schroffes Gemüt hat, nämlich was er so im Krieg erlebt hat, wo er wirklich schlimme Dinge erlebt hat, die ihn geformt haben. Und ja, ich muss sagen, also der Titel Scharlatan ist ja das, was ihm gegeben wurde von der Obrigkeit. Das, was wir selber im Film sehen, ist eher so das Gegenteil, dass er wirklich den Menschen sehr hilft. Es kommt dann auch im zweiten Teil des Films noch zu einer Art, zu einem Gerichtsprozess, weil ihm soll der Tod von Parteiangehörigen, dafür soll er verantwortlich sein, weil das, was er denen gegeben hat, die Medizin, die hat nicht gewirkt. Ganz im Gegenteil, hat sich die Situation verschlechtert und die sind gestorben. Und das soll ihm dann angehängt werden oder ja, vielleicht war es auch, man weiß es nicht. Und das sind so die Hauptgeschichten.
Dazu kommt noch, dass er auch eine, sag mal so, romantische Beziehung zu seinem Angestellten, zu seinem Assistenten unterhält, was damals auch nicht so gern gesehen war in der Zeit. Und ist halt alles eine wilde Gemengelage. Der Film geht relativ lang, mit so 2 Stunden. Aber er ist eigentlich relativ gut erzählt. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte erst so vom Thema her, ob ich mich da rantraue und dann gerade auch das Thema, ja, tschechischer Screener, die ganze Zeit mitlesen und so, da hatte ich schon so meine Bedenken, ob ich da nicht irgendwann zwischendrin das Handtuch werfe, aber es war eigentlich sehr interessant erzählt, auch jedes Mal, wenn man dachte, jetzt könnte mal die Story ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder ein bisschen vorangehen, kommt dann wieder eine Rückblende und man erfährt wieder irgendwelche erschütternden Details oder irgendwelche interessanten Details. Und also rein von der Regie her war das echt gut gemacht. Die Story selbst hat mich jetzt nicht so wahnsinnig jetzt interessiert gehabt. Ich fand es auch alles sehr bedrückend natürlich, die ganze Situation für ihn. Und auch die ganzen Nebenstränge, die ich auch gerade erwähnt hatte. Aber ansonsten ist das schon ein Film. Ich glaube, in der Sneak ist bestimmt keiner rausgegangen. Ich glaube da, ja, auf jeden Fall besser als manches, was wir sonst so gesehen haben. Und ich gebe dem Film 6 Punkte. 6 von 10. Ja, ja, immerhin. Kann man durchaus gucken. Ich weiß nicht, wie er jetzt im Deutschen gewirkt hat, weil hier in der Originalfassung war noch tatsächlich, es kam ja diverse Male Deutsche vor, natürlich, weil dann noch in den Rückblenden und so. Beziehungsweise in der Zeit kurz nach dem Krieg lebten auch einige Deutsche noch in der Gegend, wo er tätig war. Die haben dann auch Deutsch mit ihm gesprochen. Das war ganz witzig gemacht. Ja, mal sehen. Hat jemand gerade die Gruppe offen und kann sagen, wie da so die Bewertungen waren? Ich habe sie offen. Die Bewertungen waren sehr durchmischt. Also wir haben Leute, die haben nur 4 Punkte gegeben, aber es wurden auch 10 Punkte vergeben. Hm. Also es ist also von 4 bis 10 ist alles dabei quasi, außer den 9. Okay, da liege ich also ziemlich in der Mitte. Dann passt's ja. Genau, also ich glaube, nochmal würde ich den jetzt nicht gucken. In der Sneak wäre da, glaube ich, ganz okay gewesen. Und wenn man den auf Deutsch schaut, kann man den auch ein bisschen entspannter schauen, als ich dann immer mitlesen und dann noch googeln, was ist jetzt Huflattich hier, Cold Feet und irgendwie, ja, auch gerade wenn er die Leute diagnostiziert hat und der beschreibt dann auch, wie, welche Teilchen er da sieht. Und das hat ja alles Hand und Fuß, ne? Das ist ja. Na gut, wie sieht denn der Tipp für morgen aus? Und sind da schon Hinweise eingegangen? Da sind tatsächlich auch schon Hinweise eingegangen. Der Tipp lautet, du bist weit gekommen, Baby. Und ich habe als allererstes irgendwie an Dirty Dancing gedacht. Habe ich auch. Aber genau, ich habe geguckt, ob Jennifer Grey irgendwas gemacht hat. Ja. Ja. Genau. Ja, ich auch. Aber die hat nur einen Kurzfilm gemacht, 2021. Und ich glaube nicht, dass wir einen 15-Minuten Kurzfilm in der Sneak kriegen. Doch. Kann es also da aus der Richtung nicht kommen. Aber Erik hat fleißig getippt. Der tippt nämlich auf Das Mädchen mit den goldenen Händen oder auf Operation Fortune. Und dann gibt es noch einen ganz lustigen, der tippt, dass Avatar 2 kommt. Hm. Der ist noch nicht mal fertig, der Film. Naja. Ja, eben. Also von den 2 getippten würde ich einen auf jeden Fall gerne sehen, aber den anderen nicht unbedingt. Aber mal schauen, was uns da morgen erwartet. Ihr seht ja, selbst wenn wir so einen Film in der Sneak bekommen, wir holen den dann trotzdem irgendwie nach, damit wir hier was drüber erzählen können. Auch wenn es vielleicht nicht gerade unser Kerngeschmack ist, so ein Scharlatan zum Beispiel. Ja. Der lief aber... Ja. Tatsächlich jetzt von deiner Beschreibung finde ich ihn aber relativ interessant. Du hast den Screener noch, ne? Das kannst du gucken. Ja, free. Ich gucke ihn aber nicht auf Tschechisch. Dings mit Dings Untertitel. Das ist auch mal was. Also ich würde ihn tatsächlich, glaube ich, in der deutschen Synchro würde ich ihn, glaube ich, mal angucken. Aber dafür aktiv ins Kino würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Okay. Aber wenn er jetzt hier irgendwie auf Sky oder so kommen würde, würde ich ihn, glaube ich, mal anschauen. Ja. Ich glaube, wenn er auf Sky kommt, schaue ich ihn nicht nochmal an. Das reicht, das eine Mal. Hat mich ein bisschen erinnert, wie damals in der DDR, da hatten wir so im DDR-Fernsehen, liefen manchmal russische Filme, die liefen auf Russisch mit deutschen Untertiteln, aber hier waren es halt dann englische Untertitel. Ach ja, na gut, sonstige gesehene Filme, was haben wir denn da schön? Also im Heimkino, muss man erstmal hier hin. Heimkino.
Da haben wir alle einen Film geschaut. Also ihr habt den vorgelegt und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich ihn doch nochmal gucken, hier, damit wir was Gemeinsames haben, wo wir es mal erzählen können. Wer möchte denn erzählen? Ich möchte erzählen. Space Jam 2. Ich möchte erzählen. Space Jam A New Legacy. Also Space Jam 2 tatsächlich auch wieder heißt. Ja, wir erinnern uns mal ganz kurz zurück an, oh Gott, 1900 irgendwas muss wahrscheinlich gewesen sein, ne? Ich war da im Kino. Ich war mehrere Mal im Kino damals. Ich war dem ersten. Auch im Kino. 1996 kam ein Film, eine Kombination aus realen Menschen und Zeichentrickfiguren. Die Zeichentrickfiguren in dem Fall waren Bugs Bunny und Co., also die Looney Tunes. Und die haben... Wir haben gegen einen Trupp Aliens gekämpft, an der Seite von Michael Jordan und Bill Murray war auch dabei, Charles Barkley war dabei, halt auch Basketballer hier, Danny DeVito war auch dabei, die haben gegen die Monsters, hießen sie damals, ne? Die Monsters, ja. Die Monsters, Szene, wo es den Michael Jordan in dieses Golfloch reinzieht und Bill Murray steht da so, ja. Legendär so einfach. Lustig, ey, so lustig. Also in einem epischen Basketball-Match damals die Monsters gegen die Looney Tunes und mit Michael Jordan zusammen. Ein epischen Basketball-Match. Also in Deutschland kam er 1997 raus, am 6. Februar 97. Also ganz hervorragende Sache. War super witzig, hatte auch zur damaligen Zeit, als R. Kelly noch nicht so wirklich negativ Schlagzeilen und nicht so total daneben war, vielleicht war er es damals auch schon, aber man wusste es nicht, mit I Believe I Can Fly. Wer kennt den Song nicht? Ist heute noch, hört man den auf dem Schulhof, wenn man irgendwie Basketball spielt oder irgendwie was anderes und jemand rumspringt. Aber es heißt drum, also Space Jam war die große Vorlage und Warner Brothers hat sich dann wohl gedacht, hey, das können wir doch jetzt auch nochmal machen. Wir haben nämlich einige auch sehr, sehr großartige Basketballspieler in der heutigen Zeit, unter anderem LeBron James. Und LeBron James ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, was er alles erreicht hat in seiner Basketballkarriere. Alles. Er ist einer der allergrößten Basketballspieler, die hervorkamen bisher. Also absolut cooler Typ und es wird eben in dem Fall die Geschichte erzählt von LeBron James, der seinen beiden Söhnen auch Basketball beibringen oder näher bringen möchte, beim einen mit Erfolg, beim anderen eher nicht so, weil der interessiert sich mehr für Programmieren, für Spiele, genau, für Game Design und möchte da auch mehr in diese Richtung gehen und es kommt dann dazu, dass LeBron James eingeladen wird zu Warner Brothers, die ein neues Projekt vorstellen. Warner Brothers 3000, ein Algorithmus, der den lustigen Namen LG trägt. Was mich dazu fahren lässt, hat mal zu gucken, ob Warner Brothers mit LG irgendwelche Probleme hat, aber ich habe nichts rausgefunden. Also mit der Firma LG. Also sein Sohn Dom, der da eben diese Sachen programmiert und dann voll in der Computerwelt drin ist und er möchte da das eigentlich das Gegenteil haben. Und dieser Algorithmus hat sich so weit entwickelt, dass er quasi eigenständig denken kann. Und der möchte einfach ganz viel Anerkennung und kämpft um die Anerkennung. Und dann gibt es eben dieses, ja, hier, wir machen LeBron James und wir können den überall einfügen, zum Beispiel in die Harry Potter Welt oder in die was weiß ich was Welten. Kann das überall digital einfügen und man muss ihn nur digital abdingsen, dann könnte das Gesicht von Warner Brothers überhaupt werden und schlag mich tot und hast noch nicht. Und LeBron James hat darauf einfach keinen Bock. Sagt, ja, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, das finde ich komplett albern. Was den Algorithmus dazu bringt, sauer zu werden. Und dann eben, ja, kommt es, wie es kommen muss. LeBron James und sein Sohn Dom werden auf die Serverwelt reingezogen und dieser LG wird gespielt von Don Cheadle, also auch sehr, sehr prominent besetzt, wird also dann da reingezogen und werden quasi auch digitalisiert und es kommt, wie es eben kommen muss, dazu, es soll wieder ein Basketballspiel geben, weil ja Dom, der Sohn von LeBron James, auch so ein
Basketballspiel entwickelt hat. Und es soll ja beim Basketball um Spaß gehen, wieder mal. Also nicht mehr um Dingsen, gewinnen und du musst der Beste sein und streng dich an und du musst das mal die Grundlagen können. Nein, es soll ja auch um Spaß gehen. Und deswegen hat er so ein Spaßspiel entwickelt, was dann auch reingezogen wird natürlich in diese Serverwelt von LG, der dann da alles an sich reißen möchte. Und während LG, also dann Dom, umgarnt, schickt er LeBron James in eine Welt der Versager und schickt ihn quasi ganz in die Untiefen des Servers, direkt nach direkt zu Bugs Bunny, zu den Looney Tunes. Wie heißt die Stadt? Toon Valley, irgendwie sowas. Und da sieht man so Bewohner 1 und LeBron James läuft rein, dann kommt Bewohner 2. Das ist alles so großartig schon gemacht. Und ja, Bugs Bunny trifft natürlich dann LeBron James mit der obligatorischen Enten- und Hasen-Saison-Szene erstmal, wo man den Zettel abreißt. LeBron James ist plötzlich eine Zeichentrickfigur. Es ist alles ein bisschen verwirrend, aber er möchte natürlich seinen Sohn zurückgewinnen. Und es beginnt dann erstmal, dass man sagt, okay, wir müssen erstmal die alte Truppe wieder zusammenbringen. Und diese Einsammelei von den bekannten Looney Tunes Charakteren Daffy Duck, Elmer Fudd, Wile E. Coyote und dem Roadrunner, dem Tasmanischen Teufel und wie sie alle, Foghorn Longhorn und wie sie alle einfach halt, ich habe fast Tränen gelacht teilweise. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich habe da wirklich teilweise fast Tränen gelacht, weil es einfach so großartig inszeniert war, weil, und das ist der absolut riesen Pluspunkt dieses Films, der Film sich selbst nicht ernst nimmt. Der Film ständig irgendwelche Anspielungen mit sich bringt und der Film auch ständig auf Space Jam 1 verweist. Allein hier mit Lola Bunny, die jetzt gesprochen wird von Zendaya. Und Lola Bunny ja der Crush schlechthin war von Bugs Bunny und von ganz arg vielen Jugendlichen, glaube ich, zur damaligen Zeit dann plötzlich auch. Ja, allein dieses Ding, wie Bugs Bunny versucht, Lola zu überzeugen, von wegen, ja, du musst uns helfen, wir müssen wir müssen die Menschheit retten. Aha, habe ich schon gemacht. Ja, beim Basketballspiel, ja, habe ich auch schon mal gemacht. Das ist einfach so großartig. Und es macht richtig, richtig Spaß. Und es kommt natürlich dann zum großen Showdown. Was und wie da passiert, natürlich wird nicht verraten jetzt, nur so viel. Warner Brothers versammelt ums Spielfeld herum alles, was sie haben. Also von Familie Feuerstein bis zu den Jetsons, also das ganze ganz alte Zeug, bis zu King Kong, der persönlich beleidigt wird. es ist einfach alle, es sind alle da. Harry Potter, Voldemort hat man gesehen und wie war das? Kate hat irgendwann mal gesagt, da hinten steht Voldemort. ganz viele Game of Thrones Sachen. Es ist einfach alles da. Es gibt in diesem Film so unfassbar viel zu entdecken. Und er macht so unfassbar Spaß, weil er, wie gesagt, sich selbst nicht ernst nimmt. Er ist relativ loony. Und ich finde tatsächlich, dass mit Space Jam A New Legacy ein echt würdiger Nachfolger gefunden wurde. Klar, es ist nicht Space Jam. Der Originaldingsen, es ist ein bisschen, ja, man sagt immer, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch, aber es ist schon ein bisschen aufgewärmte Story, die trotz allem echt schmeckt. Also das sind fast 2 Stunden Film, die für mich relativ schnell rumgingen, weil ich einfach Spaß hatte dabei. Und ich glaube, darauf kommt es auch an. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihr seht, aber ich habe wirklich sehr viel gelacht. Also die ganzen Gastauftritte, die jetzt hier nicht verraten werden. Aber, oder hoffentlich nicht verraten werden. Ich sag nur, wir können mit dem nichts anfangen. Hier, nehmt ihn zurück. Ja. Ich bin mir sicher, dass der Erik da auch sehr viel gelacht hat. Ja, genau. Also das waren die Szenen, bei denen ich echt gefeiert habe. Also alles, was so mit Referenzen innerhalb des Warner Bros. Universums waren, also angefangen von der Liste, die er eigentlich gemacht wird, von Personen, die er gerne in seinem Team hätte, von Trinity, ja, von über Superman und sonst was und dann, was ja, da letzten genau. Endes bei rauskommt. Ey, das habe ich so gefeiert, aber da hört es leider auch auf, muss ich sagen, weil
die eigentliche Story, die fand ich sowas von Banane, und das eigentliche Spiel, das war mir einfach viel zu bunt und infantil, und das hat irgendwie hinten und vorne nicht gepasst. Der Sohn konnte null schauspielern. Ich weiß nicht, ob es sein echter Sohn ist. Also das war das war ja so ein Fehlgriff. Der hat ja, das ist ja, also wer hat denn den besetzt, bitte? Der konnte ja nix. Ganz furchtbar. Und LeBron James ist auch nicht gerade der Schauspieler vom Herrn. Da hat mir, vielleicht hänge ich auch zu sehr an dem alten Film. Der hatte so viel mehr Charme, und den habe ich seitdem auch so einige Male noch gesehen. Und der Soundtrack war besser. Kannst du mir einen Song nennen aus dem aktuellen Film? Ja, kann ich dir, den wirst du auch noch, werden wir nachher auf der Playlist sehen. Aber okay, ja. Aber ey, von den anderen, ey, zum Beispiel Hit 'Em High oder sowas, das habe ich wochenlang gehört damals. Oder natürlich, I Believe I Can Fly oder wie sie alle hießen. Ne? Ich habe auch irgendwo die CD und im Regal stehen und so. Die habe ich sogar auch irgendwo. Und da gab es ja Single-Auskopplungen damals von den einzelnen Songs. Das war immer Space Jam Soundtrack, lief immer auf MTV damals, die Älteren kennen es noch. Und hey, aber hier, ich meine, es gibt so viele geile, neue Rap-R&B-Künstler, da wird sich doch wohl irgendeiner finden, der da richtig geile Sachen produziert für den neuen Film. Da war ja nichts, der Soundtrack. Also das war, hat mir echt ein bisschen was gefehlt. Ich habe wirklich die Referenzen innerhalb des Warner-Universums extrem gefeiert. Ich habe auch gesucht, wer ist da alles im Publikum und wen hat man da und das. Das war so cool, aber das eigentliche Spiel, was dann viel zu lang ist und einfach völlig verwirrend, auch durch diese Bonuspunkte und so, da war überhaupt nicht ersichtlich. Da war sowieso klar, jeder kann jederzeit gewinnen, und wer wird denn wohl gewinnen? Ja, also jetzt mal ganz. Und dadurch, dass es dann irgendwie zigtausende Millionen Bonuspunkte gibt, wenn man irgendwie einen bestimmten Tritt macht und sowas, also Style-Bonus. Ja, also von daher, das Spiel war völlig Banane, völlig übertrieben, und da fand ich das Alte so viel besser und charmanter und schöner irgendwie mit anzugucken. Wobei ich das aber fast schon, also wobei ich sagen muss, dass mit diesem Spiel kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil wenn du dir diese heutigen Spiele anguckst, diese reinen Spaßspiele, die sind ja teilweise genauso, dass du hier den Move machst, dann kriegst du Sonderpunkte, und wenn du das machst, dann gibt's auch noch einen extra Punkt und versteckte Punkte und so. Das ist ja, also, es ist ja wirklich so. Deswegen, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es war anstrengend, ja, aber ich fand es jetzt nicht unrealistisch, dass man so ein Spiel hat mit so versteckten Punkten, und die Punktevergabe selber war ein bisschen übertrieben, wo sie dann irgendwie 700 zu 12 zurücklagen oder sowas. Das war dann natürlich albern, aber wir liegen mit 1000 Punkten zurück. Ich fand den Film an sich sehr, sehr, sehr cool. Ich fand den Film eigentlich ganz cool, weil er halt auch auf die neue Generation abschießt. Ich glaube, die Fans des ersten Films verstehen, dass der neue Film halt nicht so gut ist wie der erste, aber ich zum Beispiel verstehe halt auch, dass es eine neue Generation ansprechen soll. Ich bin kein Fan von unserem Hauptdarsteller. Ich fand den Anfang extrem anstrengend, wo quasi der Einspieler kam mit wer er ist und seine Karriere und was er alles erreicht hat. Und ich so, jetzt können die Hochblutelei mal aufhören. Ja, wir haben es verstanden. Er ist schon ein großer Spieler, können wir den Film bitte starten? Es war halt ein LeBron James Film, und der ihn in höchsten Tönen lobt und den als dann später auch als tollen Vater und verständnisvollen Vater zeigt und bla. Fand ich, das ist das Einzige, wo ich wirklich diese große Wandlung Abstriche mache. War so Stereotyp, die Wandlung. Oh, da habe ich auch gedacht, natürlich. Oh, Leute, ey. Wir saßen hier auf dem Sofa, der Film lief 10 Minuten und der Chris sagt eine Prophezeiung, ich sag eine Prophezeiung, und am Ende wird es genau so passiert. Es ist einfach so. Ja. Die Besetzung war sonst eigentlich ganz cool. Looney Tunes waren cool, und wie der Chris schon gesagt hat, dieses ganze Warner Brothers Universum, was dann bei dem Spiel eingeladen wird, ist auch cool. Die Anspielungen. Ich habe gesagt, sie können es gleich versauen, wenn sie was mit Harry Potter falsch machen. Aber sie haben es zum Glück. Oh, die werden Teufel tun, ihre Cashcow zu schlachten da. War okay. Also ich werde den alten eher nochmal gucken als jetzt den neuen.
aber man kann ihn durchaus anschauen. Es ist halt bunt und spaßig und man soll sich einfach auf diese verrückte Welt einlassen und dann sieht man auch über den einen oder anderen Fehler hinweg, finde ich. Ja, deswegen, ich fand die Hälfte des Films gut, das spiegelt sich auch in meiner Wertung wieder. Also die fand ich auch richtig, richtig gut. Die hat mir so viel Spaß gemacht und von dieser Hälfte hätte ich gern mehr gesehen. Und die andere Hälfte habe ich nur gedacht, ach Leute, vor allem, ich weiß ja, ich beobachte das ja so schon ein bisschen, das Projekt, das Space Jam 2 Projekt gibt es ja seit Ende der 90er. Da kursierte das, dass Warner Brothers irgendwie einen zweiten Teil machen will. Und dann haben sie ewig rumgesucht und dann hatten sie irgendwie einen Darsteller, der es machen sollte und der hat dann irgendwie doch nicht gepasst und dann haben sie wieder weitergesucht, wer es machen kann, weil die wollten halt jemand aus der NBA nehmen. Dann gab es, glaube ich, mal Überlegungen, auch irgendwie andere Sportarten zu machen, irgendwie Autorennen oder Skateboarden oder sowas. Hatten sie, glaube ich, sogar Tony Hawk mal im Gespräch. Ja, jedenfalls, ich war da echt gespannt drauf. Und als das dann irgendwie, wie viele Jahre sind das her? 20, 30, keine Ahnung. 25, so die Drehe, 96, wenn der Chris gesagt hat. Ja, 25. Dann muss es hinkommen. So viel Zeit. Aber ich muss sagen, die Tricktechnik, ey, top-notch. Also wirklich top-notch. Also wirklich Hammer. Was da geht, diese Versammlung von verschiedenen Trickcharakteren, das mochte ich auch wirklich sehr, diese ganzen, da gab es ja diesen einen, der so im Comic-Strip-Stil war bei Wonder Woman, ihr wisst, was ich meine. Ey, das war so cool gemacht, das sah so ein bisschen nach Spider-Man in New Universe aus und so, ja. Mit diesen Punkten da in den Comic-Strips und ich mochte das so sehr und ich hätte mir so gewünscht, dass der ganze Film diese Fantasie und diese künstlerische Art hätte und diese selbstironische Art. Und leider ist es dann immer so in dieses Bananige reingegangen mit diesen, ja, wir haben jetzt hier ein verrücktes Spiel und irgendwie kann jeder gewonnen, wir haben jetzt hier gecheatet und doch noch, ihr seid doch noch. Oh Leute, ey, nee. Vielleicht bin ich da auch zu sehr, ich meine, ich habe schon einmal ein Live-Spiel gesehen von Miami Heat und so, vielleicht bin ich auch zu sehr im normalen Basketball verhaftet, dass ich mich nicht auf so ein Quatschspiel einlassen kann. Ich weiß es nicht. Aber ich fand das einfach zu bescheuert an dieses dieses Spiel selbst, das hat mich so genervt dann mit diesen, dass man eigentlich nicht voraussagen konnte, wer jetzt wann, wie, wo gewinnt und durch was. Und das war halt auch das Spannende bei dem Originalfilm, dass halt wirklich, es wurde halt schon ein bisschen Quatsch gemacht durch die Looney Tunes, aber es war halt letzten Endes ein normales Basketballspiel, wo es darum ging, Punkte, ja, 3 Punkte und so weiter, der Wurf und so, und das war halt hier einfach völlig ad absurdum und dann noch diese komische aufgesetzte stereotype Geschichte und dieser Junge, der nicht schauspielen konnte. Oh, das ist furchtbar. Also, wer hat den gecastet, ey? Oh, ganz schlimm. Keine Ahnung, aber ich hatte trotzdem super viel Spaß bei dem Film. Deswegen, ich gebe genau... Die ganzen Anspielungen einfach her. Die Hälfte hat Spaß gemacht. Ich gebe genau 5 Punkte. Die hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich mir irgendwie... Vielleicht gibt es irgendwie einen Fan-Cut, wo man sich nur die Szenen anschauen kann. Dann gebe ich dafür 10 Punkte. Ich habe ihm 7,5 gegeben, weil ich echt Spaß hatte. Ja, es gibt Abzüge. Soundtrack zum Beispiel ist halt relativ blass, da gebe ich dir recht. Trotz allem, es ist... Ja, es war Looney. Es war einfach nur Looney. Und ich habe die Szenen mit Wile E. Coyote und Roadrunners super gefeiert. Wie immer, weil ich das einfach... Ja, weil ich das einfach komplett liebe. Einfach großartig. Deswegen 7,5 von 10. Ich gebe ihm 7. Und ich mag den tasmanischen Teufel. Ich habe bis zum Schluss auf den Gastauftritt von Bill Murray gewartet. Nicht auf Michael Jordan. Nee, auf den nicht. Naja. Wie alt ist Michael Jordan jetzt eigentlich? Michael Jordan, oh je, der wird jetzt auch schon um die 58, ja. Ich hätte es irgendwie lustig gefunden, wenn man einen zweiten Teil gemacht hätte mit, dass die Toons zu ihm kommen und sagen, du musst uns doch mal helfen. Ich meine, man hätte ihn ja dann auch in der Toon-Welt hätte man ihn ja auch gezeichnet. Ich hätte damit auch vollkommen leben können, dass LeBron James die ganze Zeit als animierter Charakter. Das hat super funktioniert, fand ich. Die Szene, wo der animiert war, fand ich super. Aber dann, und auch wo sie die dann, ja, das will ich jetzt nicht verraten, wo sie dann aus den normalen Toons ein bisschen was gemacht haben. Das fand ich auch nicht mehr so schön. Es war genauso der Schritt, der
Okay, also abgehakt, Space Jam 2 von euch, eine Top-Empfehlung, von mir so eine gemischte Empfehlung. Ich bin gespannt, ob jemand vielleicht in den Kommentaren oder irgendwie auf Twitter, Instagram, sonst was, auf unseren üblichen Kommunikationskanälen vielleicht mal schreibt, dann wie er oder sie es fande. Und ich habe noch einen Film gesehen, den ich vorhin schon angekündigt hatte, The Power of the Dog, die Kraft des Hundes. Golden Globe Gewinner, bester Film dieses Jahr. Ist der neue Film von Jane Campion. Ich würde noch sagen, ein Western-Film. Im weitesten Sinne ein Western-Film, obwohl der schon spielt 1900, ich glaube 1915 oder so, die Drehe. Also ist ja schon nicht 19, das ist ja schon 20. Jahrhundert, sagt man da ja. Ne? Also es ist nicht mehr so dieser richtige wilde Westen, sondern quasi schon im Westen. Ach, ich habe mich jetzt verdattelt. Ich fange einfach mal an. Also die beiden Brüder, gespielt von Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die erben eine Farm. Das sehen wir aber nicht weiter, wie das passiert, sondern sie sind halt schon auf der Farm und müssen halt wirklich um diesen Erhalt dieser Ranch halt, müssen sich halt wirklich kümmern, weil das richtig viel Arbeit ist. Und Benedict Cumberbatch, der ist so, ich sag mal so, die treibende Kraft von den beiden, während Jesse Plemons, also den kennt ihr ja bestimmt auch, der hat, glaube ich, bei Fargo hat er mitgespielt in dieser Serie und so. Das ist eher so ein bisschen so ein Zurückhaltender. Und der will sich eher so um andere Sachen kümmern. Und Benedict Cumberbatch macht halt alles, was dazugehört, mit den Tieren und so, kümmert sich und ist auch handwerklich begabt, wo halt wirklich viel zu tun ist auf der Farm und kann auch die ganzen Personen, die dort sind, anleiten. Und ist dort wirklich eine Führungspersönlichkeit. Und Jesse Plemons, ja, der ist immer schon so ein bisschen, steht da im Schatten von seinem Bruder, und die beiden haben halt diese Ranch geerbt. Und gespielt von Benny Cumberbatch, wo ich gerade den Namen nicht weiß, wie der im Film hieß, Phil heißt er, genau, Phil und George, genau. Also Phil ist Benedict Cumberbatch. Und der ist ja wirklich extrem, hat sich so eine extreme Härte auch zugelegt und auch so fast so ähnlich wie dieser Arzt in dem Film, der wirklich sehr pragmatisch und sehr hart durchgreift. Und er hat auch noch so diese, ich würde es mal nennen, so diese Western-Härte von diesen Western-Helden, ja. Und wenn sie dann durchs Land ziehen und irgendwo einkehren und so, behandeln sie dann die Leute auch teilweise nicht so gut. Und da sind sie zum Beispiel, kehren sie immer mal ein in so einen Gasthof, wo Kirsten Dunst mit ihrem Sohn lebt, und der Sohn, der ist so ein bisschen, naja, ist schon ein sehr sanftmütiger Typ, man weiß jetzt nicht, er wirkt schon sehr weiblich fast, würde man sagen, und interessiert sich eher so für irgendwie schöne Dinge, Malerei und sowas, also passt gar nicht so richtig in diese Wildwestern-Welt, wo die leben. Und als die eines Mal in diesem Gasthof sind, da sagt eben Benedict Cumberbatch wirklich üble Sachen über diesen Jungen, der da bedient gerade, und macht den wirklich so voll zur Sau, dass der da zusammenbricht, und das macht auch Kirsten Dunst dann total fertig. Und der Bruder, gespielt eben von Jesse Plemons, der tröstet sie dann so ein bisschen, der kennt sie wohl auch schon länger, und letzten Endes führt das dann dazu, zu einer romantischen Beziehung, und dass er sie heiratet, und sie zieht dann mit ihrem Sohn auf diese Ranch, wo alle zusammen leben, die ist wirklich sehr, sehr groß, jetzt nicht so ein kleines Ding. Und das führt natürlich immer wieder zu Spannungen mit Benedict Cumberbatch, weil der Sohn von Kirsten Dunst, der will am liebsten dem völlig aus dem Weg gehen, weil der hat ihn wirklich so fertig gemacht da. Und da ist dann wirklich so eine extreme Spannung drin. Und ja, kann ich jetzt da erzählen? Also es passieren dann wirklich noch einige Dinge, die dann wirklich alles so auf die Probe stellen. Und ich weiß nicht, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr erzählen, um da ein bisschen mehr Lust drauf zu machen. Letzten Endes ist es dann so, dass natürlich Benedict Cumberbatch macht ja auch so eine Entwicklung durch, und Jesse Plemons auch, und bei Kirsten Dunst sieht man dann, enthüllt sich dann auch so einiges. Das wird dann wirklich Kirsten Dunst enthüllt sich? Nicht in dem Sinne, dass sie sich physisch enthüllt, sondern eher so der Charakter. Und dann wirklich das ganze Machtgefüge auf dieser Ranch zwischen denen, okay, wer ist jetzt hier der Chef und so weiter, ein bisschen auseinandergerät. Und ich fand die schauspielerische Leistung von Benedict Cumberbatch hier absolut überragend. Ich habe dann irgendwann
am Anfang dachte ich, oh, was ein Arschloch, ne? Also wo der da die Leute so runterputzt, und dann zeigt sich aber auch so ein bisschen, warum er so ist und was dahinter steckt, und dass er wirklich das, ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich mochte den wirklich sehr. Also der hätte meines Erachtens für diese Rolle eine Oscar-Nominierung verdient. Da weiß ich jetzt nicht, wann die Nominierungen dann rauskommen. Weil wahnsinnig gut gespielt. Wir kennen ihn ja, oder ich kenne ihn hauptsächlich jetzt aus Doctor Strange und Sherlock und so. Und hier nochmal wirklich eine ganz andere Seite von ihm. Wirklich so einen ganz toughen Typen, der aber wirklich einen ziemlich dramatischen Background hat. Und ja gut, Jesse Plemons, der spielt mehr oder weniger das, was er immer spielt. So diesen weirden Typen, der irgendwie, ja, also Kirsten Dunst, schön, sie mal wieder zu sehen. Auch extrem super. Und den Jungen, den kannte ich vorher noch nicht. Der hat es auch ziemlich... Der wird gespielt von Cody Smith McPhee. Habe ich noch nie gehört vorher. Am Schluss wird dann auch enthüllt, was es mit der Kraft des Hundes dann auf sich hat. Aber letzten Endes ist es wirklich so ein Abgesang auf so diese alten Western-Filme und wirklich so ein relativ aktuelles Familiendrama in dieses Western-Setting reingebracht, wo der, in Anführungszeichen, wilde Westen jetzt so an der Schwelle zur Moderne ist, mit Autos, mit sonst was allen, und trotzdem müssen da immer noch Leute irgendwie Tiere durch die Gegend treiben auf die Weide und mit Pferden zureiten und so weiter. Fand ich eine interessante Mischung, aber ist für mich nicht der beste Film des Jahres. Das habe ich gleich dazu gesagt. Also, dass der jetzt hier einen Golden Globe gewonnen hat als bester Film, puh. Also das, ich kenne jetzt noch nicht alle anderen Filme, die da nominiert waren, aber puh, wenn das der beste Film 2021 gewesen sein soll, na, gute Nacht. Also dann, also jetzt so schlecht war er jetzt nicht, aber ich würde schon mal hoffen, dass es da irgendwie bessere Filme gibt, weil ich lande hier irgendwie bei 7 Punkte, und bei einem besten Film, der einen Golden Globe gewonnen hat, da hätte ich schon irgendwie, ja, irgendwie 8-9 Punkte erwartet, wenigstens, ja. Aber für mich war das eher so 7 Punkte. Die Schauspieler reißen es raus. Was ein bisschen noch erwähnenswert ist, der Film ist so ein bisschen episodenhaft erzählt, aber es ist dann so, die Episoden, die setzen immer zu kuriosen Zeitpunkten ein. Also normalerweise ist ja so, eine Episode fängt an und dann wird dir eine bestimmte Geschichte erzählt. Und hier ist es so, hier ist teilweise schon irgendwie ein Drittel der Geschichte vorbei. Das heißt, dass eigentlich, würde man sagen, das Relevante ist schon passiert. Also irgendjemand ist gestorben, irgendjemand hat sich verletzt, irgendjemand ist dies und das passiert. Das ist schon vorbei und du bist quasi in dem Nachgang, was daraus entsteht, aus diesem, was da eigentlich passiert ist. Und das fand ich irgendwie ein bisschen interessant gemacht. Ja, The Power of the Dog auf Netflix, kann man sich den anschauen. Bester Film des Jahres beim Golden Globe. Ja, ich habe übrigens mal geguckt, wo man den Jungen schon mal gesehen hat. Ich nicht, ja. Er hat eine relativ bekannte Rolle in den jüngeren X-Men-Filmen. Also die, okay, den Jungen, quasi mit dem jungen X-Men, spielt er Kurt Wagner, den Nightcrawler. Okay, dann sieht man den ja kaum. Also in Persona, ah, doch, oder? Schon. Also ja? Ich finde, erkennt man schon, dass er das ist. Ja, ja. Ja? Finde ich schon. Ah, okay. Deadpool hat er auch Nightcrawler gespielt. Aber der Nightcrawler hat doch immer so eine Art Maske schon, auf, oder? Hat schon. Also. Nee, der ist halt so blau. Ja. Der hat halt, der sieht ein bisschen aus wie Mystique quasi. Hm. Ja, also nur dass der kann ja so durch die Gegend hüpfen, so sich in Luft auflösen und woanders wieder auftauchen. Und das sieht man aber schon, dass er das ist. Oh, ich sehe gerade hier in Adelaide geboren, in Australien, der Schauspieler. Mhm. Er hat schon extrem viel gemacht. Also, ja, im Biene-Meier-Kinofilm hat er den Willi gesprochen, sehe ich hier im englischen Original. Das qualifiziert für deutlich mehr. Jetzt habe ich nämlich auch gerade mal die IMDb-Seite offen hier. Naja, müsst ihr jetzt selber wissen, ob ihr den mal anguckt. Wie gesagt, Golden Globe, bester Film, kann man durchaus als Filmfan vielleicht mal reingucken, aber ist halt auch ein ganz schönes Brett, irgendwie 2 Stunden oder so. Oder über 2 Stunden. Sehenswert auf jeden Fall wegen Benedict Cumberbatch. Also wenn ihr mal nichts anderes zu gucken habt, was ich eigentlich bezweifle, es läuft eigentlich sehr viel gerade, dann guckt da mal rein. Und dann schauen wir mal, was vielleicht noch so anläuft im Kino, was man da vielleicht gucken könnte, was uns interessiert und was in den Charts ist, in Innenstadtkino. Kino, Charts und Neustarts. So, in den Charts auf Platz Nummer 5 ist Sing 2, die Show deines Lebens. Die Show deines Lebens. Also Sing dann 1. Dann auf Platz 4, Matrix. Ach so, sorry.
Ja, Singer, ja. Auf Platz 4 Matrix Resurrections. Ah, okay. Kingsman The Beginning auf Platz 3. Soll ja ganz gut sein. Hör ich nur Gutes. Auf Platz 2 ein Film, der sich das sehr, sehr lange hält. House of Gucci. Ridley Scott, aber da warte ich dann, bis es den auch auf Disney Plus gibt, wie The Last Duel. Und Platz 1 immer noch Spider-Man No Way Home. Absolute Empfehlung hier vom kompletten Kinocast-Team. Geht da rein. Kino, Spider-Man No Way Home. Rein da. Sofort. Mhm. Nicht zu Hause gucken. Nicht auf zu Hause warten. Gucken im Kino. Große Leinwand. Wichtig. So, und was läuft neu an? Was können wir uns nächste Woche geben? Oh! Sing 2 läuft eigentlich neu an. Aber das war wahrscheinlich die Vorpremiere. Haben wahrscheinlich die ja, Vorpremieren gut gezogen, ja. Genau, die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms, in dem Gorilla Johnny, Hausschwein Rosita und Elefantendame Mina erneut ihr musikalisches Talent zum Besten geben. Ja. Der wird ja massiv beworben hier auf den Kinderfernsehkanälen. Also mein Kleiner, der wollte da eigentlich ganz gerne ins Kino, aber Teil 1 hat mich sowas von gar nicht überzeugt, deswegen. Ja, weil sie gesungen haben wahrscheinlich, oder? Nee, der Trailer sah echt lustig aus, dass es so gemacht war wie, ja, wir machen eine Castingshow und alle sind irgendwie ganz wild drauf und irgendwie singen schräge Sachen und so und daraus machen wir dann eine Band, so sah der Trailer aus. Und der Film war ja dann so, oh Gott, das Casting war irgendwie in 5 Minuten erledigt und der Rest war so, oh, wie retten wir das Theater? Ja. Achso, ich bin dran. Die wilden Kerle. Ja. Als, ich glaube, Animation ist das jetzt, ne? Oder? Ist das, sieht so nach Animation aus hier, der Film? Nee, oder mit Jimmy Blue Ochsenknecht, Wilson Gonzales Ochsenknecht. Vielleicht sprechen die das nur, oder? Ist das nochmal der alte Film, die wilden Kerle? Das ist nochmal der alte Film. Achso. Oder? Puh. Ich glaube, das ist nochmal der alte Film. Ich glaube. Gucken. Ich glaube. Da kennen wir uns nicht gut genug aus, glaube ich. Kinostart. 94 Minuten. Ich war schon mal in dem Set von Die wilden Kerle. In dem Bavaria Filmstudio. Die Kinostart 20.01. Aber hier steht nicht da, wann es produziert ist. Komisch. Tja, keine also, es läuft ebenfalls an. Ja, es läuft auf jeden Fall an. München im Angesicht des Krieges. Spionage-Thriller basierend auf einem Roman von Robert Harris. Aber da hatte ich jetzt irgendwo gesehen, dass der auch demnächst in einem Streaming-Portal läuft, ne? Warte mal. Mensch. Netflix, ja. Gell? Oh, das ist ja auch ja, auf dem Post ist ganz groß Netflix abgebildet. Also, dann geh mal davon aus, dass es da. Ja, weil da hatte ich noch gedacht, das klingt ja ganz spannend. Das mit ist Jeremy Irons, Ulrich Mathes, George McKay und Janis Niewöhner. Okay. Niewöhner. Weil der sah nämlich echt interessant aus. Da habe ich noch gedacht, ja, vielleicht ist es sowas wie der Spion hier oder Bridge of Lies und so. Bridge of Spies. Nightmare Alley startet auch noch. Guillermo del Toros Adaption des gleichnamigen Buches mit Starbesetzung. Und hier, Disclaimer, Guillermo del Toro, was hat er vorher gemacht? Den Film, wo die Frau den Fisch bumst. Na, nur mal so als Hinweis. Also Vorsicht ja, hier. Ja, stimmt. Wo er gesagt hat, wenn die keinen Oscar bekommt, dafür keinen Oscar gekriegt, der Film, dann macht er nie wieder Filme. Ja, ich habe aufgepasst. In Liebe lassen, französisches Drama um einen gescheiterten Schauspieler, der nur noch wenige Monate zu leben hat. Eine Nacht in Helsinki, Drama von Mika Kaurismäki über drei Herren. Sind das dann die ist das die Band wieder hier? Über drei Herren, die während des Corona-Lockdowns in einer leeren Bar in Finnland über das Leben und Alkohol sinnieren. Ja, das klingt nach einem Kaurismäki-Film. Es könnte allerdings auch der Nachfolger von One Night in Paris sein. Ja, es könnte auch der Film sein, wie ist der letzte Rausch? Ja. Mit Helsinki von ja, nee, Haus des Geldes. So. Niemand bei den Kälbern. Verfilmung des Bestsellers von Alina Herbing über eine junge Frau, die gegen die Tristesse ihres Lebens in der ostdeutschen Provinz rebelliert. Das war's für den Erik, glaube ich. Okay, ostdeutsche Provinz, okay, mal gucken hier. Bauernhof, ostdeutsche Provinz. Erst als sie bei einem Tag auf der Weide den Windkraftingenieur Klaus kennenlernt, nimmt ihre Welt langsam Farbe an. Der Schein trügt jedoch in der patriarchisch veranlagten Provinz in Mecklenburg-Vorpommern. Oh Gott, oh Gott. Windkraftingenieur, das muss ja schon zu Westzeiten sein. Ja, das ist nicht mehr DDR. Das ist einfach so jetzt Ostdeutschland. Ja, okay. Türkischer Film, ich weiß nicht, ob der in den Stadtkinos läuft. Benden, ne? Olur, eine türkische Komödie.
Das ist eine. Oh, keine Ahnung. Ah, hier. Dann haben wir eine Doku. Das nächste, das Effigie. Da haben wir ein Screener-Angebot bekommen, das Gift, ne? Und die Stadt. Da haben wir. Ein Drama. Ja. Uff. Ja. Da haben wir ein Screener-Angebot. Susan Anbe, Uwe Bohm, Udo Flor, ja. Und zwar, da haben wir ein Screener-Angebot bekommen, da habe ich den Trailer geschaut. Ich habe erst auch gedacht so, oh, das klingt ja furchtbar. Und dann habe ich den Trailer geguckt, dachte ich, oh, das klingt interessant. Also wirklich, hier vielleicht mal den Trailer gucken, vielleicht verlinke ich den mal mit. Hier geht es darum, dass eine Frau in, ich weiß nicht wann das spielt, 1900 Knipse irgendwas, also das ist lang, lang her, dass die dann plötzlich so Ermittlungen irgendwie aufnehmen, dass die, da ist irgendwie so, ach, warte mal, was war es denn? Wo ist denn hier die E-Mail? Ich lese es vielleicht mal direkt vor. FEG. Kann man ja mal vorlesen. FEG. Wie wird das eigentlich gesprochen? Ist das irgendwie. Ist das irgendwas? Sagt das irgendwas? FEG ist das. Ja, bestimmt nicht Effigie. Also. FEG. Ich glaube, das wird FEG ausgesprochen. Sichtungsangebot hier. Bremen. Ach nee, 1828. Und zwar die Kato, die tritt eine neue Stelle als Gerichtsschreiberin für den Untersuchungsrichter sowieso an. Sie möchte Juristin werden in einer Zeit, in der Frauen in Deutschland noch gar nicht studieren dürfen. Als das Kriminalgericht wegen Giftspuren an Lebensmitteln alarmiert wird, also da sterben, sieht man im Trailer, sterben einige Leute und da wird dann halt festgestellt, dass da Gift irgendwie in Lebensmitteln war. Ihr Chef glaubt zunächst an Zufall, doch schon bald gibt es eine Häufung von Todesfällen, die aufzuklären ist und die Frau findet dann halt so Hinweise raus und ermittelt dann und das sah vom Trailer her echt gut aus, zumal da dieses ja, eine Frau in dieser Zeit, wie kann sie nur und so, sie gehört doch an den Herd und diese Geschichten damals in 1828 natürlich noch extremer dann und also der Trailer hat mir echt gefallen, ich habe mal gefragt nach einem Link, vielleicht kann ich den dann nächste Woche mal vorstellen hier. Würde ich mich sogar freuen, wenn er vielleicht sogar in der Sneak läuft dann. Aber der hat vom Tipp her nicht so ganz gepasst, obwohl Babe, ja, ist was aus dir geworden, Babe. Könnte vielleicht sogar passen, ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay, also. Wer weiß, aber es wird Effigie ausgesprochen. Effigie. Dann Charlatan, über den haben wir heute erzählt. Drei Helden und ein Pferd und ein auf dem Pferd Thron. Auf dem Thron. Russischer Animationsfilm, in der Hexe Baba Yaga den Prinzen in ein Pferd verwandelt, um selbst an die Macht zu kommen. Ja, weiß nicht, glaube ich eher. Aber finde ich den Titel, Drei Helden und ein Pferd auf dem Thron, finde ich einfach, klingt großartig. Es könnte auch ein Bud Spencer und Terence Hill Film sein. Ich schau mal ganz kurz ja, das stimmt. In die US-Zahlen rein. Vier Fäuste und ein Pferd auf dem Thron. Also die aktuellen Einspielergebnisse aus den USA, also aktuell vom Einspielergebnis her vorne liegt der neue Scream-Film, Platz 2 Spider-Man, Platz 3 Sing 2 und im Box-Office, also insgesamt jetzt von der vergangenen Woche ist Spider-Man auf 1, Sing 2, Platz 2 und The 355, Platz 3. Spannend. Matrix Resurrections hat auch nochmal 1,8 Millionen eingespielt am Wochenende. Okay, naja, da haben wir ja doch einiges im Angebot hier. Also Charlatan, wen interessiert diesen F to the G. Ja, du bist auch so F to the G. So ist es. Okay, dann sind wir doch schon im Serienbereich hier drüben. Blup. Serien. Erstmal über die neue Book of Boba Fett Serie Folge sprechen. Dann haue ich hier gleich mal einen Spoiler-Talk rein, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Spoiler. Definitiv. Ja. Achtung, Spoilerwarnung. So, da bin ich ja mal gespannt. Also so langsam wird nämlich deutlich, dass Robert Rodriguez das Ganze hier filmt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr immer noch so auf Kurs seid hier. Also grundsätzlich bin ich schon noch auf Kurs, aber es gab halt deutliche Abstriche in dieser Folge. Das sprechen wir es an, das ist diese komische Verfolgungsjagd auf diesen Retro-Motorrädern. Die war einfach Banane. Also wir gehen mal davon aus jetzt, dass jeder, der jetzt hier reinhört in den Spoiler-Talk, das gesehen hat. Wir brauchen nicht nochmal wiedergeben, was da alles passiert ist. Aber ey, diese koreanisch anmutenden, also das ist ja eher so koreanischer Stil, würde ich fast sagen, so mit irgendwelchen, oder thailändisch hier, mit so irgendwelchen verbastelten Mopeds da, also mit verchromt und bunt und so.
Ey, bitte, was war das denn? Das, puh. Und vor allem, war das nicht die lameste Verfolgungsjagd, die jemals gedreht wurde? Übel. Ja, ich habe es gestern, glaube ich, ganz gut formuliert. Die Verfolgungsjagd war so dynamisch, da hätte Jabba da hat nebenher laufen können. Ey, also. Was war das denn? Da war ja null Geschwindigkeit. Also du siehst dann so, da fährt er da so, sind die da in echt mit Mopeds gefahren und daneben, also das kann man doch anders inszenieren. Das ist doch im Schnitt völlig verbockt worden, das Ding, oder? Ja, glaube ich auch. Also da hat jegliche Dynamik gefehlt. Das hat mich auch echt gestört, weil bis dahin war die Folge eigentlich richtig, richtig cool. Also da war alles Mögliche wieder drin. Es waren die Zwillinge, waren nochmal zu sehen. Es war der böse Wookie war nochmal zu sehen. Ein Rancor zu sehen und auch wo das hingeht und alles. So vieles wieder so cool, aber dann diese unsägliche Verfolgungsjagd. Puh. Come on, hey, das war... Ich mochte das schon nicht, wo man die Typen gesehen hat, weil es sah schon nach Alita Battle Angel aus, was ja Robert Rodriguez auch gedreht hat. was ja in der Alita-Welt okay war, aber hier passt es halt nicht rein, diese modifizierten Personen. Also, weil, ich meine, du hast in der Star-Wars-Welt ja so viele verschiedene Rassen und sonst was alles. Warum müssen jetzt noch modifizierte Menschen da, Humanoiden? Irgendwie... Ich habe gedacht, ach bitte, nee, nicht. Und dann steigen die auf die Dinger. Ach Leute, ey. Ich habe gedacht, was soll denn das jetzt? Also? Ja, du möchtest eigentlich schon hingehen und sie von dem Motorrad runternehmen und sagen, nee, lass mal. Es ist auch gut ohne. Also die Serie macht sehr viel richtig, macht aber auch ja einiges nicht ganz so geil richtig. Und also jetzt zumindest in der letzten Folge ging es mir damit echt, da habe ich mir echt ein bisschen schwer getan hinten raus. Wie gesagt, bis dahin bin ich mitgegangen, auch dass da die irgendwelche Bauteile drin haben. Ja, es gibt halt eine neue Richtung auch. Ich bin bei vielen mitgegangen, aber dieses komische Wettrenngedöns da mit null Dynamik, null, Verfolgungsjagd. Nee. Ja, wie gesagt, die Verfolgungsjagd, da kannst du nebenher joggen, also. Da hat mir wirklich, Achtung, jetzt kommt's, da hat mir der Drive gefehlt. Oh Mann, oh Mann. War gut, ne? Also, ich muss ja sagen, war ärgerlich. Es war ja die erste Folge, die mir nicht so gefallen hatte, auch, ne, bin ich ja nicht reingekommen in die, und jetzt die Folge auch wieder. Es sind genau die, wo Robert Rodriguez Regie führt. Es sind wirklich die, wenn er Regie führt, weil die zweite Folge, da hat Steph Green Regie geführt. Und das fand ich einfach wesentlich besser. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe mal, man sieht es ja jetzt kann noch. Kann man nur hoffen, dass er nicht mehr so viele macht. Ne? Genau, es wird ja noch nicht offenbart, wer was gemacht hat. Es steht ja noch nicht drin hier, wer was gedreht hat. Also das hätten sie ja ruhig schon mal schreiben können, weil das verrät ja noch nichts weiter. Aber also ich hoffe mal, es findet noch irgendwie einen Dreh hier. Weiß auch nicht. Ein bisschen enttäuschend, ja. Er hat auf jeden Fall mehr als 3 Folgen gemacht. Ich guck gerade, ach nee, Chapter 4 steht hier Bryce Dallas Howard. Oh, das könnte gut werden. Nice. Hat also die Regisseurin werden. Von The Help und von Drake. Aber noch ganz kurz. Bei allem Gemecker über die letzte Folge, Danny Trejo. Ja, Danny fucking Trejo. Aber gut, den bringt halt Robert Rodriguez immer mit, ne? Überall, er hat ja auch Machete gespielt. Ich saß klatschend auf der Couch. Oh mein Gott, das habe ich so gefeiert. Ja, oh, wie gut war das denn? Ja, das war ganz cool, das ist wie bei Space Jam halt so Cameo-Auftritte oder coole Sachen, die reißen es halt nicht raus. Das ist eine kurze Freude und das trägt halt dann nicht, wenn der Rest irgendwie komisch ist. Und ja, ich glaube, viel mehr können wir jetzt auch nicht dazu sagen. Wir sind ein bisschen ernüchtert, so ein bisschen vielleicht, zumal das auch am Ende der Folge war, wenn das irgendwie mittendrin wäre und dann wäre noch was Cooles gekommen oder so. Dann hätte es vielleicht irgendwie noch mit einem guten Gefühl einen entlassen bis zur nächsten Woche, aber ich weiß auch nicht. Naja, ich mache mal Spoiler oder habt ihr noch was? Nö. Achtung, Spoilerwarnung. So, Spoilerwarnung vorbei. Dann möchte ich mal ganz kurz, was ich vorhin schon erwähnt hatte, zu der Serie Legal Affairs sagen.
Legal Affairs ist eine deutsche Serie. Achtung, jetzt werden schon viele abgeschreckt sein vielleicht. Deutsche Serie will ich nicht gucken und so. Es handelt sich um eine Rechtsanwältin, die Leonie Roth, kurz genannt Leo, die hat eine Kanzlei in Berlin und sie hat eher so prominente Fälle. Also da sind auch wahnsinnig viele Cameo-Auftritte drin von wirklich bekannten Personen, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Und es ist so, sie gerät dann halt mal in Sachen rein, in der Politik und so. Die erste Folge, ich hatte es euch auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, die erste Folge so ein bisschen tröge, wo man denkt so, ah, ist halt eine deutsche Serie und so, eine Anwältin in Deutschland, was soll da schon sein und so. Es macht da zwar schon so ein paar interessante Stränge auf, aber man denkt sich so die ganze Zeit so, ja, mein Gott und so. Und dann passiert aber plötzlich was am Ende der ersten Folge, wo man denkt, what the fuck? Und so, da ist so ein riesen Cliffhanger drin. Und man denkt sich, wow, okay, da will ich auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und es gibt da 8 Folgen. Und jede Folge an sich hat einen in sich geschlossenen Fall, einen Fall der Woche, würde ich es mal nennen. Es gibt aber auch mehrere übergreifende Handlungsstränge. Und dieser erste What the fuck-Moment, dieser Cliffhanger in der ersten Folge, wo man sich denkt, boah, ist ja der Hammer. Also das hast du ja in irgendwelchen amerikanischen Serien schon ewig nicht mehr gesehen, so ein Brett. Der macht wirklich so einen roten Faden auf, der sich dann relativ weit durchzieht und auch die anderen Dinge, die dann noch kommen und auch diese Gemengelage in ihrer Kanzlei mit den anderen Personen und die Welt, in der sie ermittelt, in der sie Sachen versucht rauszufinden, in der sie Leute vertritt. Das sind auch Fälle, die relativ aktuell politisch sind, ich glaube mal, gibt es so einen Fall, dass zum Beispiel eine Frau, die bei so einer Art AfD, nenne ich es jetzt mal, die heißt dort aber VND oder so ähnlich, Völkisch-Nationale Partei oder VNP, die da tätig war und die will dann ein Enthüllungsbuch schreiben und wird von ihrer Partei verklagt und so weiter. Solche Fälle sind da halt auch drin, die sie verhandelt und dann auch wiederum andere Fälle, wo man eigentlich sagt, ja okay, da lässt sie jeglichen, ja, wie soll man, Urteilsvermögen außer Kraft. Also sie begibt sich dann teilweise auch auf sehr dünnes Eis, indem sie Leute vertritt, wo man sagt, okay, die haben eigentlich eine fragwürdige Moral und sie ermittelt halt auch in der Politik und alles, ne? Und hat halt wirklich coole Angestellte und die Serie ist einfach wahnsinnig suchterzeugend. Also ich habe wirklich die 8 Folgen durchgeschaut und wer mich so ein bisschen kennt, das ist selten bei mir, dass ich wirklich mal so durchbinge. Ich kämpft dann normalerweise mit mir, gucke ich da jetzt noch die zweite Folge oder hat ihm. Aber dieser Cliffhanger nach der ersten Folge, der hat gedacht, wow. Außerdem spielt hier unser, wie heißt der, Christoph Matschens mit, den wir hatten in diesem, mit dem Quadrat, dem Film und auch in diesem anderen Film, den wir letztens hatten. Chris, du weißt, wen ich meine, oder? Da. Ja. Der den. Was, weiß nicht, wie er heißt, aber ich der weiß, hat nicht den David Bowie, sondern. Nee, war der David Bowie? Nee, David Bowie war der andere. Du weißt, wie ich meine. Der war David Bowie, ja. Wo ich gedacht hatte, oh, er war Elvis. Ein guter Jakob Matschens, Entschuldigung. Ein guter Darsteller und ja, der spielt hier auch wieder mit. Der spielt so einen Investigativjournalisten. Ja, sie hat auch immer mit der Presse zu tun, weil sie natürlich auch Prominente vertritt und da sitzt ja dann die Presse immer im Nacken. Die wollen immer irgendwelche Sachen enthüllen und ich will nicht zu viel verraten. Schaut da einfach mal rein. Das ist kostenlos quasi in der ARD-Mediathek verfügbar, seit dem 17. Dezember 2021. Lief auch, glaube ich, am 19. Dezember so als Weihnachts-Special da auf dem ersten Programm. Aber man kann ja schön in der Mediathek das gucken. Ist von Ufa Fiction produziert, also auch Top-Produktion. Die haben ja auch, wenn ich mich recht erinnere, hier die Das Boot-Serie produziert und so. Absolut sehenswertes Ding. Sehr, sehr gute Schauspieler, Leistung, ist nicht so dieses typische, ja, ich sag mal so Tatort-mäßig, so ein bisschen so und auswendig gelernt und so, sondern wirklich gut, so wirklich fast vergleichbar wie mit Das Boot, also sehr geile Story, gute Cliffhanger, gute Geschichten, Legal Affairs, 8 Folgen, alles weitere dann bei Fortsetzung folgt, wo wir dann auch nochmal drüber reden, aber ich dachte, ich will das Eisen noch schmieden, solange wie es heiß ist und ich werde den Link auch mit reinstellen in unsere Shownotes. Und Kate, du hast noch was reingedroppt hier, so kurz auf knapp. Genau, das ist mir noch eingefallen. Das habe ich ganz vergessen reinzutragen. Da hast du auch reingeguckt und hast mir immer noch nicht die Frage beantwortet, ob es dir gefällt oder nicht. Habe ich doch geschrieben. Deswegen reden wir jetzt drüber. Fand's gut.
Ja. Habe ich nicht geschrieben, dass Sky ich gut fand? Zeigt... Macht einen guten Eindruck. Sky, tolle Darstellerin und Soundtrack. Habe ich doch geschrieben. Ja, aber die Story ist ja das Krasse daran. Und zwar geht es um die neue Showtime-Serie Yellow Jackets, die meiner Meinung nach eine extrem gute Besetzung hat. In Yellow Jacket geht es um ein Mädchenfußballteam, das auf dem Weg zu einer Landesmeisterschaft, glaube ich, mit dem Flugzeug abstürzt und mitten in den, Appalachen ist nicht ein schönes Wetter, also mitten im Gebirge und Waldgebiet, drumherum nichts außer Wald, vermutlich, zusammen mit ihrem Trainerteam abstürzen und sich da ein bisschen durchschlagen müssen. Man muss dazu sagen, die Serie wird in zweierlei Handlungssträngen erzählt. Einmal die Geschichte der Kinder in dem Wald und dann auch später, ich glaube 12-15 Jahre später, aus Sicht der überlebenden Erwachsenen, wobei man da eben nicht erfährt, ob es alle, also wer tatsächlich überlebt hat und wer nicht. Dass es nämlich Tote gab, das ist klar. Aber es wird aktuell aus, glaube ich, von fünf überlebenden Erwachsenen berichtet und erzählt, die man auch dann in den Handlungsschränken sieht. Aber ob das noch mehr sind, das weiß man aktuell noch nicht. Also wir als Zuschauer wissen das nicht. Besetzt ist die Serie, wie gesagt, schon ziemlich gut. Also die Erwachsenen werden zum Beispiel gespielt von Melanie Lynskey, die man kennt, den Namen kennt man vielleicht nicht, aber man kennt das definitiv, das Gesicht. Tavni Cypress kenne ich auch, wusste den Namen nur nicht. Christina Ricci, was ich sehr nice finde, und Juliette Lewis, die beide auch so ein bisschen eine Art Hauptrolle auch haben, auch als ihre jüngeren Ichs, die auch relativ bekannte Schauspielerinnen sind, so wie zum Beispiel Sophie Nillis und Sophie Thatcher. Sophie Thatcher hat übrigens auch in der neuen Folge Boba Fett mitgespielt, was ich sehr lustig finde. Ja, und es wird halt relativ schnell klar, dass sie relativ lang in dem Wald abgestürzt waren. Ich glaube, in der ersten Folge heißt es direkt, dass sie 18 Monate im Wald gelebt haben. Und nicht alles erzählt haben, was dort passiert ist. In den Rückblenden sieht man das eine oder andere und man fragt sich, wie konnte es dazu kommen? Es gibt ziemlich viele brutale Szenen, wie zum Beispiel eine Schülerin, die dem Lehrer, um ihn zu retten, oder dem Trainer, um ihn zu retten, das Bein abhackt. Das ist schon richtig, richtig hart. Und die Erwachsenenversion von ihnen wird bekommen eine Postkarte. Das heißt, irgendjemand weiß über die wahren Geschehnisse Bescheid und versucht sie zu erpressen, und so müssen sie sich auch wieder ein bisschen zusammentun. Und es wird eben, wie gesagt, ganz klar, dass da mehr passiert ist, als sie ihren Eltern und den Medien und nachdem sie gefunden wurden, erzählt haben. Aber was? Das entwickelt sich halt jetzt erst über die Serie hinweg. Und ich finde, es extrem gut gemacht. Also mich hat es total in den Bann gezogen. Da kommt jeden Mittwoch, glaube ich, zwei neue Folgen, oder montags, weiß ich gar nicht genau, zwei neue Folgen, und das fand ich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, Erik, du findest die Story gut, glaube ich, was hast du vorhin gesagt? Soundtrack gut. Ja, ja, Soundtrack, Schauspieler gut. Hammer, weil das spielt ja so in Soundtrack ist super. Das spielt ja so in 90ern, glaube ich, oder so, die Dreh, also da war ja, der Anfang, ja. Die Rückblenden und so, Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil das ist die eine, also wir haben ja bei Fortsetzung folgt immer drei Serien, die wir sprechen. Das wäre dann die zweite von den drei, die andere habe ich jetzt schon vorgestellt. Ich fand's echt. Muss nicht zu viel sagen. Ich musste erstmal ein bisschen reinfinden, weil ist natürlich, die spielen Fußball und das, Chris, du musst mal die Fußballszenen angucken. Haust dir vom Kopf. Lieber nicht. Weil ist immer so, weißt du. Ja, das ist auch so zweite. Ja, das ist typisch amerikanische, weißt du. Die schießen ein Tor, da ist das Spiel beendet, alle jubeln, sie haben gewonnen. Weißt du, so, das ist sofort das Spiel vorbei. So diese typische amerikanische Sicht auf Fußball, wo die keine Ahnung haben, wie das überhaupt geht und was da, aber egal. Nee, aber die Story selbst ist extrem gut gemacht, weil man sieht immer so Foreshadowing und so Rückblenden, was da war, ganz düster, und man weiß nicht genau, was ist da jetzt Phase. Das mit der Karte, das klingt so ein bisschen wie
ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, aber steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter und sie müssen sich dann halt erstmal wiederfinden, alle. Das ist dann auch noch so eine Sache, die suchen sich ja gegenseitig dann und die haben offensichtlich alle auch so ein bisschen, teilweise so ein Beef miteinander gehabt. Das hat schon einen Grund, weshalb die auseinandergegangen sind danach und sich nicht mehr gesehen haben und fand ich echt gut, wie sich das entwickelt und hätte ich nicht gedacht, weil das so... Ja, und auch die Charakterentwicklung an sich, also ich sag nur, diese Misty, die ja so Teamwart macht in und dann als Erwachsene, als Krankenpflegerin, die hat doch absolut eine Klatsche. Also schon als Teenie hat die ja schon eine Klatsche, was ja halt in den Folgen immer mehr rauskommt und das ist so, ich finde es so faszinierend, das anzugucken, wie die sich halt von diesem jungen Mädchen in die Erwachsenen entwickeln und wohin die sich entwickelt haben und mit was sie denn doch zu kämpfen haben nach diesem Absturz. Und das ist schon harter Tobak. Vor allem, wenn ich mir überlege, bei der einen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die eine, die hat ja als Erwachsene eine Tochter und so, wenn sich das rauskristallisiert, ist sie ja schon beim Absturz schwanger. Das heißt, und wenn die 18 Monate da waren, kann ich das ausrechnen, wann die das Kind bekommt. Und das ist halt richtig krass. Oder ja, und dann die Rückblenden, wo sie das Fell und so anhaben, wo du denn nicht weißt, wo geht das hin. Die eine, die so eine Art so Prophezeiungen hat, weil sie ihre Medikamente nicht mehr nimmt, da weiß ich auch nicht, hat die jetzt wirklich irgendwie die Möglichkeit, da Dinge zu sehen, die anderen nicht sehen, oder hat die einfach nur eine Klatsche? Und das sind Zufälle, ich finde es mega, so leichte Mystery noch mit dabei. Ich habe richtig, richtig immer Bock auf die nächsten Folgen. Also das hatte ich schon lange nicht mehr bei einer Serie. Also klar, ich verfolge immer alles. Ich verfolge auch Dexter aktiv, die neue Staffel. Aber so, dass ich nicht drauf warten kann, dass eine neue Folge kommt, das ist jetzt erst seit jetzt bei Yellow Jacket so krass. Ja. Alles klar. Verfügbar auf Sky Ticket, Sky Go. Ja. Und im Fernsehen bei Sky kann man das aktuell schauen. Und vielleicht dann später auch auf irgendwelchen anderen Streaming-Services, aber jetzt aktuell dort. Und okay, dann machen wir weiter. Dann ich muss schnell hier ein Game vorstellen. Games. Chris, hast du schon mal von dem Project Zomboid gehört? Ja, tatsächlich. Bist doch auf Twitch aktiv hier. ja, aber ich krieg's gerade in keinen logischen Zusammenhang mehr. Project Zomboid geht gerade wahnsinnig ab auf Twitch und ich bin da drauf gekommen, weil so ein paar Streamer gestreamt haben, die ich verfolge da und ich dachte, sieht ganz nett aus, aber dann habe ich gedacht, steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Project Zomboid ist quasi ein Endzeit-Survival-Spiel. Es gab eine Zombie-Apokalypse und man wacht halt auf in einem Haus und muss halt erstmal so das Übliche machen, so looten und so weiter. Das Ganze ist halt so dargestellt wie bei Sims. Also man sieht das aus so einer isometrischen Perspektive, so von schräg oben. Und es ist auch immer die Richtung, in die man blickt, die wird dann halt auch so mehr oder weniger besser sichtbar. Und außerhalb der Seh- und Hörreichweite blurrt das halt so aus, ne? Also wie es halt so ist, ähnlich wie bei Civilization, wenn man die Welt noch nicht entdeckt hat. Und man kann auch am Anfang im Charakterbuilding kann man verschiedene Sachen vergeben. Da gibt es auch Minuspunkte. Man kann sagen zum Beispiel, ich bin schwerhörig. Dann bekomme ich Pluspunkte, die ich verteilen kann, weil ich bin ja schwerhörig. Dann muss ich das ja wieder kompensieren. Dafür bin ich halt intelligent oder ich bin, was weiß ich, völlig unsportlich. Und dafür bin ich halt, was weiß ich, ein guter Ingenieur oder keine Ahnung, sowas halt, ne? Was extrem witzig ist. Aber man sollte sich am Anfang nicht zu viel beim Charakterbuilding aufhalten, weil bei dem Spiel ist... Ja, man stirbt schon, wenn man anfängt, relativ häufig, sag ich mal. Ne? Ist vielleicht nicht so häufig wie bei Tarkov, aber es ist schon, bis man dann so seinen Flow gefunden hat. Aber zum Glück gibt es ja auch einen Online-Koop-Modus, wo man dann zusammenspielen kann, der wahnsinnig viel Spaß macht. Und es ist hier nämlich auch so, dass sich mittlerweile hier Server gebildet haben, wo eigene Gesellschaften, komplett dort funktionierende Gesellschaften, da gibt es Polizei, da gibt es Händler, da gibt es welche, die sich um Noobies kümmern und sowas. Und es ist dann so, wenn man an Personen herantritt, dann ist diese Bewegung, also man kann auch miteinander sprechen und je nachdem, wie näher man zusammensteht, desto besser hört man sich. Also das heißt,
wenn sich zwei Personen unterhalten, man kommt da aus der Ferne gelaufen, dann hört man die erst so ganz leise und dann wird es lauter und so weiter. Genauso wie bei irgendwelchen Geräuschen, die die Zombies machen. Letztens so ein Looten- und Levelspiel in so einer Zombie-Welt, das gibt es momentan für einen Zehner ungefähr bei, ich glaube, wenn man es bei Steam direkt kauft, kostet irgendwie 18 Euro, aber bei den üblichen Key-Dealern, wo man so die Keys kaufen kann, kriegt man es schon so um die 8, 9 Euro. Das macht so viel Spaß. Auf jeden Fall Empfehlung, erstmal das Tutorial zu spielen, weil, dass man erstmal weiß, wo kriege ich Meldungen mit Gesundheit, wie lege ich eine Bandage an, wenn ich verletzt bin, wenn ich mich gekratzt habe und sowas. Wie finde ich Waffen, wie kann ich die modden, wie kann ich die aufrüsten und so weiter und dann wirklich ins richtige Spiel abtauchen. Ich würde empfehlen, erstmal den sogenannten Baumeister-Modus zu spielen, der ist nicht ganz so hart, also nicht gleich in den harten Survival-Modus zu gehen. Und ja, dann viel Spaß damit, ja? Du wolltest was sagen? Klingt gut. Macht wahnsinnig viel Spaß, ey, für einen Zehner. Ich hab schon so viel Zeit da drin verbracht und so viele Leuten auch zugeguckt. Ich werde es vielleicht auch mal streamen, weil jetzt fühle ich mich langsam in der Lage, das mal halbwegs ordentlich zu streamen, ohne relativ schnell zu sterben. Wenn ich natürlich auf einem Server bin, wo viele andere sind, wo schon quasi die Gegend bereinigt ist, die Karte ist auch riesig, also das ist wirklich... wenn man da anfängt, enthüllt sich ja die Karte erst nach und nach. Das ist wirklich eine wahnsinnig große Map, die sich da entwickelt. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen auch mit Rust oder so. Das ist ja auch so ein Online-Spiel, wo man, wenn man sich näher kommt, man kann da viel craften. Also die haben da mittlerweile ganze Städte irgendwo gebaut und herrlich. Also macht echt viel Spaß. Ich glaube, das ist so das nächste Corona-Lockdown-Game hier, was so durchstartet, wenn die Leute alle zu Hause sitzen. Was ist Corona? Project Zomboid. Ja, vielleicht werden wir da alle dann zu Zombies, wenn wir uns das einfangen. Empfehlung von mir, ich werde es vielleicht auch mal mit verlinken hier, irgendwie so einen direkten Steam-Link. Könnt ihr da draufklicken in die Shownotes und jetzt machen wir mal ein Rätselchen hier. Rätsel-Ecke. Ein Rätsel. Kommt der Riddler. Der Riddler kommt jetzt hier. Macht nichts, ich bin Batman. Oh, richtig oder falsch? Fangen wir doch gleich mal an. Falsch! Nachdem ich ja vorhin, nachdem wir heute das Thema Golden Globes ja hatten, der Film Music von 2021, ja, war der erste Film, der sowohl für den Golden Globe als auch für den Golden Globe als bester Film nominiert war, als auch für die Goldene Himbeere im gleichen Jahr. Richtig oder falsch? Falsch. Ich kenne den Film nicht mal. Hat man mit erwähnt, falsch, dass der nominiert war bei den Golden Globes. Das ist die Frage, war auch für die Himbeere nominiert? Du sagst falsch, Chris sagt richtig, dann hat Chris einen Punkt. Das ist nämlich richtig. Und das zeigt, nein, Chris hat falsch bin der Meinung, gesagt. Dass so, falsch Chris gesagt hat, Ja, beide falsch gesagt. Ja, beide falsch gesagt. Ich nehme auch gerne den Punkt, kein Problem. Okay, dann habt ihr beide falsch. Falsch. Also der ist tatsächlich nominiert, sowohl für den schlechtesten als auch für den besten Film, was sehr viel über die diesjährigen Golden Globes aussagt, finde ich. Ja. Okay, also 0-0. Ist noch Luft nach oben hier, würde ich sagen. Im Film Eternals sehen wir Kit Harington, ja, alias Jon Snow, Game of Thrones und so weiter. Die erste Filmrolle von ihm war der 2014er Kinofilm Pompeii von W.S. Anderson. Richtig oder falsch? Falsch. Ich meine, der hat schon was. Ich sage auch falsch. Habt ihr beide recht? Der erste Film mit ihm war Silent Hill Revelation von 2012. Okay. Nächstes richtig oder falsch? Warte mal, ich markiere das kurz hier, dass ich das nicht nochmal nehme. So, jetzt kann es weitergehen. Basic Instinct, kennt ihr den Film? Ja. Ja? Okay. Der hatte in den USA ein schlechtes Kino-Einspielergebnis, wurde aber erst durch den Heimkino-Videoverleih zum absoluten Kassenschlager. Richtig oder falsch? Richtig. Ich sag falsch. Dann hat Kate recht. Denn der lief auch im Kino sehr, sehr, sehr gut. Ist natürlich Heimkino auch, ja.
Genau, aber der eigentliche Film von Paul Verhoeven, von dem Regisseur, der im Kino schlecht lief und erst durch Heimkino richtig, richtig abging, ist Showgirls. Das war ein Horrorfilm, ne? Showgirls. Furchtbarer Horrorfilm. Also, steht's 1-0 für die Kate. Hast du ja gewonnen hier, würde ich mal sagen. 2-1, aber ist ja egal. 2-1? Wie auch immer, Kate hat gewonnen. Ja, aber okay. Lass es nicht so mit der Wertung, das ist schon okay. Das ist richtig schnell. Ich habe gewonnen, das ist das Einzige, was zählt. Jawohl, so ist das. Sieg. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Hat Helmut komplett verdient. Komplett verdient. Kannst du nicht anders sagen, komplett verdient. Sieg. Ah, die Schätzfrage hebe ich mir noch auf. Die ist jetzt nicht so bezogen auf heute. Okay. Zur Sache Schätzchen. So. Dann sind wir ja schon durch für heute soweit. Das heißt, die Kate kriegt hier das X und darf dann beim nächsten Mal hier zuschlagen. Beim Filmrätsel. Und jetzt empfehlen wir euch noch ein bisschen Musik, damit ihr gute Musik auf die Ohren bekommt. Musik. Was habt ihr Schönes? Ich empfehle euch dieses Mal Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll, das schöne Klassiker. Ich empfehle aus Space Jam 2 Lil Baby und Kirk Franklin mit We Win. Ich packe gerade hier das eine drauf hier von der Kate. Ja, den anderen, der wird bestimmt noch nicht drauf sein. Und ich packe drauf. Ihr kennt ja bestimmt Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Ice Baby. Der hat ja schon diverse Versuche gestartet, irgendwie nochmal durchzustarten, die ich eigentlich immer ganz okay fand. Also, aber hat halt nie geklappt für ihn so mit einem richtig großen Erfolg. Und er hat 2021 eine Single rausgebracht mit diversen Features von, er produziert ja jetzt eher hinter den Kulissen, aber er hat selber auch nochmal so vors Mikrofon getreten, hat einen Song rausgebracht, der heißt Rodeo. Und da kann ich mir ideal vorstellen, dass der Chris den hört, wenn er Red Dead Redemption 2 spielt oder so. Der ist so richtig schön so. Genau. Den packe ich mal drauf, den finde ich auch gar nicht schlecht. Da habe ich mir irgendwie jetzt letzte Woche da einen kleinen Ohrwurm gehört. Und der kommt auf unsere Kinocast-Songs-Playliste auf Spotify, die ihr sehr gern abonnieren dürft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Da kriegt ihr eine bunte Mischung aus allen möglichen Richtungen hier. Okay, dann sind wir ja schon durch für heute. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt? Nein! Nein! Dann reden wir beim nächsten Mal vielleicht über Eternals. Mal gucken. Mal gucken, was wir dann haben. Und vielleicht über den F.I.G.-Film, wenn ich da einen Screener bekomme. Und ja, bis dann. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr natürlich auch, ihr beiden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Na klar. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Der Kinocast.